Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bibo, grüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Train, nein, Bus Mechanic Simulator. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge ja abgestimmt gehabt, ihr solltet so und so viele Daumen da lassen. Das habt ihr gemacht, vielen Dank an der Stelle dafür. Allerdings werden wir das ganze Projekt jetzt zwar fortsetzen, aber nicht mehr wie gewohnt, jetzt täglich jetzt hier eine Folge, sondern wir machen das Ganze immer samstags und sonntags. Da passt das ganz gut rein mit den Train Station Renovation. Allerdings kommen dann halt keine Omsi-Videos, Lotus-Videos, seitdem das ist irgendein Highlight natürlich, sondern wir konzentrieren uns dann vollständig dann halt wirklich auf diese beiden Spiele, denn jetzt so zukünftig jetzt auf dem Wochenende. Und von daher würde ich sagen, heute Samstag, ja, kann natürlich sein, dass dann dementsprechend, ja, der eine oder andere sich vielleicht wundert, warum hier jetzt keine Folge kommt oder sowas. Also von daher, ja, wisst ihr jetzt so zukünftig Bescheid. Wir werden das Ganze jetzt erstmal bis Stufe 3 zumindest spielen. Und dann werden wir mal gucken, werden wir nochmal neue Fragen, neu abstimmen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und dann schauen wir mal. Wir haben heute den Gelenkbus MAN Lion City A23 und wir sind schon der Kälte. Mittelstand-Füllstand, der Klimaanlage muss überprüft und aufgefüllt werden. Die Stoßdämpfer der Vorderachse müssen gewechselt werden. Und der Fahrer hat Probleme mit den Haltewunschtastern gemeldet. Das alles gibt's, wie gesagt, heute in der Folge. Deswegen, los geht's, würde ich sagen. Und wir starten direkt rein. Das habt ihr euch, wie gesagt, jetzt verdient, habt ihr euch gewünscht. Also, wisst ihr, ich hab's nicht vergessen. Ne? Aber, wie gesagt, jetzt das Ganze jetzt irgendwie anzukündigen, wäre jetzt auch Quatsch gewesen. Also von daher, gut. So, wir sind in der Version 1.08 mittlerweile angekommen hier im Bus Mechanic Simulator und ja, ihr seht, Performance ist immer noch nicht die beste, aber das geht schon alles. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Auftrag ansehen. Die Stoßdämpfer der Vorderachse müssen gewechselt werden. Gut, die Stoßdämpfer der Vorderachse. Da können wir natürlich jetzt hier erstmal Sichtprüfung gehen und Achsgelenk unten. Die Stoßdämpfer. Wo haben wir die? Wir werden mal ganz kurz mal hier unser Cheater-Menü hier benutzen. Und dann werden wir mal gucken. Achslenker, Bremse. Achslenker, Vorderachse. Lenkungsdämpfer. Wo ist der Stoßdämpfer? Da ist er. Hier ist der Stoßdämpfer. Oh, die Bremsscheibe wollen wir nicht. Wir wollen natürlich den Stoßdämpfer. 24%. Also das Ding muss raus. Demontage. Und als erstes müssen wir jetzt hier und da eine Schraube. Ah, hahaha. Seht ihr, wir haben nämlich gar kein Werkzeug bei. Dann kann das Ganze schon mal gar nicht funktionieren. So, wir haben ja Gott sei Dank zwei mittlerweile. So, so, perfekt. Und dann gehen wir mal hier rein und werden mal hier die Schrauben lösen. So, und hier unten. Und raus mit dir. Gehen wir mal hier rüber. Und auch du siehst nicht mehr so gut aus. Raus damit. Und hier unten. Und du gehörst mir. So. So, dann hatten wir Kältemittel. So, an Anschlussposition bringen. So, und so. Dies werden wir wieder auffüllen. Passt. War er komplett runter gewesen. So, du kannst wieder zurück zur Abstellposition. Und als letztes haben wir mit den Haltewunschtastern. Alles klar. Dann werden wir mal in den Bus steigen. Und werden dort mal gucken. So, wie sieht's aus hier? Die sehen allgemein schon so alle abgegriffen aus.
Hier, da ist er. Der ist kaputt. Sehen wir. Na. Wir mal Sichtprüfung machen. Ja, da ist er. So, und jetzt wollen wir demontieren. Und ab damit. So, naja, siehst du, dann können wir ja schon hier reingehen, Vorderachse, Bremsen, Motor, Loop, Kühler, Klimaanlage, Standheizung, Motor, Druckluft, Luftfederung, Getriebe, Abgas, Kraftstoff. Finde ich jetzt Stoßdämpfer. Abgas, Getriebe, Luftfederung. Stoßdämpfer, da haben wir sie. So, und wir brauchten Innenraum, ein Stopptaster. Wundervoll. Dann ran damit. Denn haben wir das ja auch schon. Das ist sehr gut. Das Ganze ohne Hilfe. Mal gucken, ob wir jetzt extra Punkte bekommen. Weil die Idee scheint sehr gut gewesen zu sein. Also man fand die Idee jetzt nicht schlecht, ja. Spricht ja schon dafür, ne? So. Und wie gesagt, bei mittlerweile 8 Updates oder sowas, die es ja mittlerweile schon gibt. Wahnsinn, war 8 Updates. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, lieber so als gar keine Updates, ne? Man hätte ja auch sagen können, nö, es kommen keine Updates mehr. Ihr habt das Spiel jetzt so und jetzt habt ihr Pech, ja. Nee, so ist das nicht. Läuft nicht. So, und du wieder ran. Fertig. Der Bus kann weg. Türe zu. Und tschüss. Ja, so, tschüss. Ja, manchmal, ne. So, ich weiß gar nicht, 5000 Punkte oder sowas brauchen wir jetzt, ne, damit wir nächste Stufe erreichen. Ne, guck mal hier, Zusatzpunkte gibt's nicht. Gesamtzustand 50. Punkte für den Auftrag 175. Ey, das ist echt wenig, ja. So, alle Bremsanlagen, alle Achsen müssen gewechselt werden. Der Kühlwasserfischer muss überprüft und wenn erforderlich aufgefüllt werden. Ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Zip. Ja, immer noch diese Mini-Ruckler sind drin, ne? Das ist ein bisschen schade. Also so richtiges, flüssiges 60 FPS Gameplay hast du leider noch nicht. Das finde ich ein bisschen, naja, nicht so schön. Bremsbeläge, ey, da müssen alle Reifen müssen ab. So, schauen wir mal. Bremsbeläge. Die sind natürlich drinne. Gib mir mal Bremsbeläge. Vielleicht kann man auch irgendwie anders ran. Da sind sie.
Können wir mal versuchen, sie zu demontieren. Mal gucken, was er denn sagt. Ja, guck mal. Müssen alle, echt alle Reifen ab. Oh, hohoho. Wahnsinn! Ja, habt ihr ja auch gesehen, ne? Darius Bode hat dann auch schon sein nächstes Projekt verkündet auf der Seite. Also, Darius Bode war schon zeitig fertig gewesen mit dem Busmechanik-Simulator, dass man jetzt einen neuen DLC jetzt raushaut für OMSI wieder. Das finde ich eigentlich eine relativ coole Sache. Ja, also jetzt kommt der E-Bus für OMSI raus. Klasse Sache, finde ich sehr, sehr geil. Bin mal gespannt, ja. So, das raus, das raus, so und das raus, so. So. Aber normalerweise geht das so auch nicht, ne? Also, weiß gar nicht, ob das realistisch ist. Normalerweise musst du, also kannst du diese Bremsklötze nicht einfach so rausnehmen. Müsstest doch eigentlich erst, also so ist es beim Car-Mechanik-Simulator zumindest, ne? Ich bin jetzt hier kein Mechaniker oder sowas. Musst du hier nämlich diese Bremszange, musst du nämlich auch noch entfernen. Aha, wir sind voll. Schrottcontainer. Was ist das? Das muss irgendwas vom letzten Auftrag sein. Eieiei. Das kann weg. Seite Ausstieg kann weg. Heizgerät kann weg. Das kann auch alles weg hier. So. Brauchen mehr Inventarplatz. Ja, also wie gesagt, also normalerweise, also so kenne ich das zumindest vom Car-Mechanik, muss dieses ganze Gehäuse hier eigentlich auch noch abgenommen werden, weil, glaube schon vom allein bloßen Hingucken sieht man eigentlich schon, dass doch, obwohl, der geht hier raus. Den kannst du einfach rausziehen. Okay, aber wie gesagt, also hätte ich jetzt nicht vermutet. So. Dann holen wir uns erstmal. Nein, falsch. Bremsbeläge. Damit wir die schon wieder fertig machen können. Bremsregelung? Nö. Das sind keine Bremsbeläge. Luftfederung, Getriebe, Abgas, Kraftstoff, Beleuchtung, Ibis, elektrische Anlagen, Klimaanlage, Standheizung auch nicht. Das muss hier sein. Bremsregelung. Bremsbeläge. So. Kann ich mich jetzt nicht einfach so jetzt. Ne, es geht nicht. Schade. Ich dachte, man kann sich jetzt so ein bisschen bewegen. Ach, Mensch. So, denn. Wir müssen schon in der Nähe vom Bus sein. Montage 100%. Ah, guck mal, ich habe auch vergessen, weitere zu kaufen. So. Haben wir schon mal Nummer 1 gewechselt? Perfekt. Ja, wie gesagt, also normalerweise beim Car-Mechanik-Simulator musst du immer erst noch diese Bremszange da lösen. Aber das scheint hier alles ein bisschen anders zu sein. So. Nee, nicht da hoch, wir wollen hier hoch.
So. So, mal Reifen. Sup. Ja, aber damit die Folge jetzt nicht allzu lang wird, werde ich das Ganze jetzt weitermachen. Wie gesagt, wir müssen hier vorne jetzt überall das Ganze jetzt natürlich noch auswechseln. Ein bisschen anstrengend, ein bisschen lästig, aber so ist die Aufgabe. So wird es gerade von uns verlangt. Deswegen werde ich mich jetzt da schnell ransetzen, werde das Ganze jetzt dementsprechend fertig bauen. Ja. Und sobald wir denn fertig sind mit der ganzen Aufgabe, schalte ich wieder dazu und starten dann halt dann gleich dann in der nächsten Folge dann durch, wenn das Ganze hier, wie gesagt, fertig gebaut ist. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt morgen wieder einschalten. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen. Verabschiede mich hier, bedanke mich und sage Tschüss. Bis morgen. Tschüss.